Schönen guten Morgen. Es versammeln sich ja gerade noch ein paar Leute hier im Zuschauerraum. Ich würde aber einfach schon mal anfangen. Genau, herzlich willkommen im Namen des Medianet. Mein Name ist Kenny Glas Würzburg. Ich bin Leitung der Eventsabteilung hier bei Medianet. Und wir freuen uns, euch heute Morgen bei unserem Webinar zum Thema Förderung, genannt Cash Me If You Can, dabei zu haben. Wir werden heute vier verschiedene Personen bzw. Förderinstitutionen vorstellen. Mit dabei sind Artium Sabarankau, Kundenberater der Wirtschaftsförderung bei der Investitionsbank Berlin, Sebastian Strom, Referatsleiter Medien bei der Investitionsbank des Landes Berlin, des Landes Brandenburg, Viktoria Kohlrusch, Managerin Innovation innerhalb des Enterprise Europe Networks bei Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Genau, herzlich willkommen alle. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Genau, und anfangen werden wir mit einer Vorstellung des Förderprogramms des IBB von Artium Sabarankau. Falls ihr übrigens Fragen habt, stellt sie gerne in das F&A-Feld. Wir werden sie dann im Nachgang zu jedem Abschnitt versuchen, möglichst zu beantworten, wenn noch Zeit ist. Prima, ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Mein Name ist Artium Zawarankau. Ich bin Kundenberater bzw. Key Account Manager für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Investitionsbank Berlin, kurz IBB. Und ja, gerne gebe ich heute einen kleinen Einblick, was die IBB als Institution an sich darstellt, welche Förderinstrumente eine IBB fürs Land Berlin verwaltet. Und sofern wir hinten raus noch Zeit haben, werden auch vier einzelne Instrumente von mir dazu vorgestellt. Aber jetzt gebe ich erstmal den Bildschirm frei und dann können wir im Prinzip auch schon beginnen. Ja, vielleicht kurz einen Einblick zu der IBB, die, glaube ich, auch nächstes Jahr schon das 100-jährige Jubiläum feiern wird. Die Geschichte der IBB fußt so ein bisschen auf dem Thema der Wohnungsfürsorge bzw. der Entwicklung der Infrastruktur in der Stadt. Und heute reden wir ja so ein bisschen über das Thema Förderung und Finanzierung fürs Unternehmertum, fokussiert tatsächlich auf eben der Medien- und Kreativwirtschaft. Und diesen Bereich, ja, beziehungsweise auch die IBB als eine unabhängige Institution gibt es als seit 1993 halt mit dem entsprechenden Fokus der banküblichen Aspekte, die dann mit sozusagen auch angeboten werden. Mittlerweile sind wir sozusagen auch in eine Neustrukturierung einer ganzen IBB-Gruppe übergegangen. Das werde ich gleich auch nochmal ein bisschen darstellen, wie das zusammenhängt. Das grundsätzliche Geschäftsmodell der Investitionsbank Berlin als solche ist tatsächlich, den Mittelstand der Berliner Wirtschaft, das Startup-Umfeld und die entsprechenden Innovationscluster des Landes ganz gezielt zu fördern. Ein weiteres wichtiges, großes Standbein der Institution ist tatsächlich der Wohnungsneubau. Wir wissen alle, dass das ganze Thema eine hohe Brisanz hat für das Land Berlin und für alle entsprechenden Betroffenen. Das ist so ein bisschen die Struktur hinter einer IBB. Wir sind eine landeseigene Institution und haben im Prinzip mittlerweile eine Unternehmensverwaltung, wie so eine Art Dach. Ich selbst komme von der Investitionsbank Berlin. Das ist sozusagen die Institution ganz links. Das ist der Bankbetrieb. Und wie ich eingangs auch erwähnt habe, haben wir einzelne Schwesterunternehmen, darunter den Venture-Arm von den IBB Ventures. IBB Capital, die ebenfalls bestimmte Aufgaben für den Startup-Bereich übernimmt, die IBB Business Team GmbH, eine kleine Untergesellschaft, die da sozusagen auf kleinteiligere Instrumente eher fokussiert ist und andere sozusagen auch Verflechtungen mit bestimmten landes eigenen Institutionen, die alle sozusagen dem Wohl der Berliner Wirtschaft dienen sollen. Und wie eingangs erwähnt, haben wir auch tatsächlich einzelne strategische Felder innerhalb unserer Institution. Heute reden wir über die Wirtschaftsförderung. Ich tatsächlich in meiner Person kann auch nur über die Wirtschaftsförderung wirklich verlässliche Auskünfte geben. Aber daneben haben wir natürlich auch den bankenrelevanten Bereich des Treasury, die Arbeitsmarktförderung, die auch relativ frisch bei uns sozusagen in der Institution verankert ist, als Immobilien- und Stadtentwicklung.
Die Ziele der Wirtschaftsförderung sind in erster Linie monetäre Unterstützung für KMUs, für Gründer beziehungsweise auch für Startups, ganz gezielt auch für diejenigen, die aus dem Bereich der Berliner Cluster kommen. Darunter zählen wir natürlich auch die Medien- und Kreativwirtschaft beziehungsweise den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die wesentliche Aufgabe hinter öffentlicher Förderung ist dabei, Finanzierungslücken zu schließen, beziehungsweise Unterstützungsangebote darzustellen, um Vorhaben sozusagen zu ermöglichen, die nur aus Marktmitteln sozusagen nicht gestemmt werden. Und darüber hinaus hat natürlich auch eine IBB, wie die meisten öffentlichen Institutionen, dahingehend auch spezielle Sonderaufgaben. Wir konkret haben hier auch einzelne Aufgaben im Bereich der Infrastrukturförderung, die wir für das Land Berlin auch umsetzen. Genau. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf die einzelnen Instrumente der Wirtschaftsförderung ein. Grundsätzlich sehen wir hier so ein bisschen die Überkategorien, Beratung, Zuschüsse, Fremdkapital. Mezzaninkapital, das ist so ein Zwischeninstrument zwischen Fremd- und Eigenkapital, sowie auch Eigenkapital. Das heißt, im Prinzip versucht auch eine Institution wie eine EBB, Unternehmen an jeder Stufe ein Angebot zu machen. Ob letztlich das beste Angebot ist, sei dahingestellt. Die Frage, die sich hier auch oft stellt, ist, öffentliche Förderung ist eigentlich nie der Hauptbaustein sozusagen einer ganzheitlichen Finanzierung. Im Regelfall nicht. Im Regelfall ist es eher die komplementäre Wirkung dahinter. Das heißt, dass das ganze Thema eher dazu dient, Finanzierungslücken zu schließen, beziehungsweise ganzheitliche Finanzierung zu vervollständigen. Ja? Das ist natürlich aber auch von Programm zu Programm unterschiedlich. Wir werden heute ein bisschen mehr auf den Bereich der Zuschüsse sozusagen eingehen, weil das im Regelfall auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht relevant ist. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass wir halt auch als eine Bank sehr viele Fremdkapitalangebote haben, das heißt Kredite, die auch beantragt und genutzt werden können für Phasen, wo es vielleicht nicht ganz so gut geht, im Bereich der Liquiditätshilfen, aber natürlich auch sehr viele Wachstumsinstrumente, die im Regelfall über das sogenannte Hausbankenverfahren in Kooperation mit klassischen kommerziellen Banken im Prinzip auch betrieben und angeboten werden. Hier sehen wir das ganze Thema der Produktfamilien nochmal nach Phase. Die klassischen Programme wie VC-Fonds im Bereich des Gründens, im Bereich des Wachstums haben wir auch Profit als Innovationsförderung oder auch die GAW, auf die wir gleich auch mal eingehen. Beginnen möchte ich aber heute tatsächlich mit dem sogenannten Gründungsbonus. Ich gebe jetzt nur ganz kleine Highlights und sofern abschließend noch Fragen sind, können wir die sehr gerne diskutieren, beziehungsweise biete ich es auch an, dass Sie im Nachgang einfach auf mich zukommen, mich kontaktieren, sofern da nochmal detailliertere Informationen vorliegen. Ganz zu Beginn vielleicht noch ein paar Basics der öffentlichen Förderung, die ich auch bei Beratung und bei sämtlichen Präsentationen immer sehr gern mitgebe. Also grundsätzlich gibt es Förderungen auf der EU, auf Bundes- sowie auch Landesebene. Ne? Im Bereich unserer Angebote bewegen wir uns sozusagen hier überwiegend auf Landesebene. Das bedeutet auch, dass wir als eine IBB auch nur Vorhaben unterstützen können, die innerhalb Berliner Landesgrenzen sozusagen stattfinden. Das, was darüber hinausgeht, wird sozusagen natürlich dadurch, dass wir von Brandenburg auch umgeben sind, eher von der ILB entsprechend unterstützt. Die Angebotspalette ist da auch teilweise sehr ähnlich. Ja, gerade im Bereich der Medienunterstützung gibt es da noch besondere Angebote. Im Nachgang wird auch der Kollege von der ILB dann etwas detaillierter darauf eingehen. Wichtig ist auch zu sagen, dass die Instrumente, die öffentliche Förderinstitutionen anbieten, unterschiedlich wirken. Zuschüsse haben eine andere Wirkung, im Regelfall eine komplementäre Wirkung, die meistens als Ergänzung zu einer ganzheitlichen Finanzierung dient. Okay. Darlehen kann schon eine Ganzheitlichkeit eher dargestellt werden. Beteiligungskapital in Form von Risiko oder Wagniskapital, VC etc. Hat wiederum auch nochmal andere Charakteristika und funktioniert natürlich von öffentlichen Mittelgebern ein bisschen anders, beziehungsweise unter anderen Voraussetzungen als jetzt von klassischen privaten Marktteilnehmern. Eine wichtige allgemeine Aussage über öffentliche Förderung lässt sich insofern treffen, als dass es
grundsätzlich wichtig ist, vor Vorhabensbeginn zu beantragen. Ja, das heißt, oft verwirkt man sozusagen die Möglichkeit einer Förderung, wenn man sozusagen erst nachdem man begonnen hat, auf dieses Programm oder auf dieses Instrument aufmerksam gemacht wird. Deswegen nutzen Sie die Möglichkeit und gehen Sie auf die Homepages oder nutzen Sie auch die kostenlosen Informationsquellen einzelner Anbieter auf dem Markt, auch wie Berlin Partner oder auch IHK etc., um sich einen grundsätzlichen Überblick zu verschaffen, was es an Angeboten gibt. Nun gehe ich auf die einzelnen Instrumente nochmal ein, die wir ja bei der IBB beziehungsweise auch in Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft, die IBB Business Team, anbieten. Und beginnen möchte ich dabei mit dem sogenannten Gründungsbonus. Das ist ein Instrument, das in erster Linie, wie der Name das schon impliziert, an gründungswillige Startups sozusagen gerichtet ist. Antragsberechtigt ist man bei diesem Instrument innerhalb des ersten Jahres nach Gründung. Voraussetzung ist, dass das Geschäftsmodell Innovationscharakter hat, beziehungsweise differenzierte Alleinstellungsmerkmale mit sich bringt und im Bereich der technologischen oder der digitalen Transformation sozusagen anzusiedeln wäre, besonders kreativ oder kreativwirtschaftlich ist oder ein besonders nachhaltiges. Programm gibt es tatsächlich jetzt seit Jahren und Kernelemente dieses Programms, wie gesagt, sind, dass es ein 50-prozentiger Zuschuss ist und maximal auf 50.000 Euro limitiert ist. Finanziert kann mit diesem Instrument im Prinzip der wesentliche Block an Ausgaben, den eine Gründung im Regelfall mit sich bringt. Ja, kleinere Investitionen, Betriebsmittel, fortlaufende Kosten, Personal, teilweise auch Fremdleistungen oder auch Gründungskosten können damit auch finanziert werden. Voraussetzungen, wie gesagt, ist nochmal hier die Innovation, den USP, die Alleinstellungsmerkmale wirklich detailliert darzustellen, aufzuzeigen, wo sozusagen der Hauptfaktor der Innovation drin liegt im Geschäftsmodell. Ja, im Regelfall wird das durch den Upload des aussagekräftigen Business gemacht. Zweite Programm, was ich heute gerne nochmal anstimmen möchte, ist das Programm für Berliner Innovationsfachkräfte. Das ist ebenfalls ich nenne es jetzt mal ein kleinteiliger Zuschuss, ein Programm, das von der Komplexität her jetzt nicht über das normale Maß hinausgeht. Hier gibt es einen Zuschuss zu Personalkosten. Das Programm kann auch von KMUs, also auch von Existenzgründern, aber auch von bestehenden Unternehmen beantragt werden. Und hier gibt es, wie gesagt, die Einstellung einer Person, deren Hochschulabschluss nicht länger als 24 Monate her ist, einen Zuschuss von bis zu 20.000 Euro für das erste Jahr. Und entsprechend bis 50% des zu zahlenden Gehalts. Weitere Voraussetzung ist bei dem Instrument, dass das Projekt bzw. der Einsatzbereich einen gewissen technologischen Bezug hat. Hier sehen wir nochmal die grundsätzlichen Basiskonditionen, die hier nochmal erwähnt wurden. Das Thema De minimis Beihilfe. Ich will da jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, ist aber bei öffentlichen Förderungen grundsätzlich immer wichtig mit zu beachten. Ja, De minimis ist im Prinzip eine Limitation, die aus Wettbewerbsgründen eingeführt wurde und die regelt, wie viel Maximalzuschuss bei De minimis relevanten Beihilfen für Unternehmen sozusagen zuständig ist. Ja, nicht jede Förderung ist eine De minimis Beihilfe, deswegen sollte man da sozusagen vorsensibilisiert sein, wenn dieser Begriff sozusagen in den Bedingungen auftaucht. Und zum Schluss kommen wir zu zwei relativ umfänglichen Programmen. Ich denke, wir haben wahrscheinlich jetzt noch 5 Minuten. Ein Programm wie Profit wird sich auch bei einer Individualberatung wahrscheinlich nicht innerhalb einer halben oder einer Stunde
finalisiert darstellen lassen. Ja, deswegen kann ich hier wirklich nur die groben Züge so eines Instruments darstellen. Ähnlich ist es auch bei der GAW, die danach folgt. Deswegen hier nochmal meine Einladung an alle, die einen Bedarf an Beratung zu diesen beiden Programmen gegebenenfalls haben, einfach auf uns zukommen. Auf der Homepage der EBB können Sie mein Kontaktformular einfach über die Wirtschaftsförderung uns anschreiben, mit Darstellung, Kurzdarstellung zu Ihrem Vorhaben, und dann können wir entsprechend auch auf Sie zurückkommen und Ihnen entsprechend ein Beratungsangebot oder ein Informationsangebot. Nun zurück zum Programm Profit. Dieses Programm, ausgeschrieben, lautet Programm für Forschung, Innovation und Technologien. Entsprechend steht hier Forschung und Entwicklung im Fokus. Das heißt, es ist die Erhebung eines bestehenden Innovationsgrades notwendig, um hier grundsätzlich für die Beantragung in Frage zu kommen. Im Regelfall auch unter technologischen Vorzeichen. Beantragung, also es können im Prinzip sowohl bestehende Unternehmen wie auch Startups etc. pp. Hier einen Antrag stellen, teilweise auch in Verbundvorhaben mit Forschungseinrichtungen. Und ja, hier sieht man auch schon, dass die Beträge bei diesem Instrument doch eine relativ signifikante Höhe haben. Man kann hier insgesamt 400.000 Euro als Zuschuss erhalten und als Darlehen bis zu 1 Million. Im Prinzip wird bei diesem Programm zwischen drei Phasen unterschieden. Zum einen die sogenannte industrielle Forschung, die experimentelle Entwicklung, als auch die Marktentwicklung. Ausgehend von dem höheren Risiko zu Beginn der industriellen Forschung wird es hier im Regelfall mit einem Zuschuss unterstützt, während umso mehr man sich sozusagen in Richtung der Markteinführung bewegt, das Risiko sozusagen auch angenommen sinkt. Natürlich besteht immer ein Risiko, ein wirtschaftliches Risiko, aber das Risiko des Scheiterns ist da nicht mehr so hoch wie beispielsweise bei industrieller Anwendungsbezogener. Und deswegen wird dieser Bereich im Regelfall eher mit Darlehen unterstützt. Ja. Wie es sich im Einzelfall verhält, gegebenenfalls auch bei Ihren Vorhaben, das muss man wirklich individuell klären. Und hier abschließend nochmal die Kondition. Wichtig ist, Profit ist keine 100% Finanzierung, es ist eine bis zu 80% Finanzierung. Das heißt, es sind immer sozusagen kalkulatorisch auch mindestens 20% an Eigenmitteln mit einzukalkulieren. Und hier muss man auch sagen, dass es bei Profit eine relativ hohe Quote ist. Ja, die meisten Förderinstrumente liegen zumindest im Bereich der Zuschüsse deutlich unter diesem Wert. Letzter Punkt zu dem Programm, was vielleicht auch nochmal wichtig ist. Der Zuschuss funktioniert nach dem sogenannten Erstattungsprinzip. Das bedeutet, die Liquidität ist vorzuplanen, das Unternehmen gibt Geld aus und bekommt sozusagen nach Bewilligung erst im Nachgang, nachdem diese Ausgaben nachgewiesen wurden, quartal den Zuschuss zurück. Darlehen funktionieren dahingehend sozusagen einfacher. Das Geld wird voraus in Tranchen ausgezahlt und dann kann das Unternehmen sozusagen diese Gelder auch entsprechend in entsprechenden Anwendungsbezug dann auch aus. So, und nun abschließend, weil wir jetzt auf der Zielgeraden sind, nochmal ein paar Sätze zu diesem wunderbaren Programm. GAW, die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Gibt es in Berlin, gibt es in Brandenburg, gibt es in sehr vielen Bundesländern das Programm. Es ist eigentlich ein Bundesinstrument und richtet sich an die gewerbliche Wirtschaft. Unterstützt Investitionen in Sachanlagevermögen. Wichtig ist hier, dass sozusagen diese entsprechenden Güter, neuwertige Güter, die angeschafft werden, aktiviert werden. Und dafür kann es einen Zuschuss geben für kleine Unternehmen. Bis zu 30%, für mittelgroße Unternehmen bis zu 20% und bei Großunternehmen maximal 10% Bezug. Hier sehen wir nochmal die grundsätzlichen Konditionen. Also das Programm orientiert sich sozusagen an das produzierende Gewerbe beziehungsweise produktionsnahe Dienstleistung. Die Voraussetzung dabei ist, dass innerhalb des Investitionszeitraumes die Arbeitsplätze erhöht werden. Im Regelfall gehen wir hier von 10% aus. Man kann für ein Investitionsvorhaben bis zu 3 Jahre ansetzen. Und ja, darüber haben wir schon gesprochen. So, ich denke, ich lag halbwegs in der Zeit. Falls nicht. Und ja, ich bedanke mich vielmals. Hoffe, das war nicht zu schnell. Und freue mich auf Ihre Fragen, sofern welche da sind. Super, vielen Dank dir, Atium.
Als nächstes, wir haben aktuell keine Fragen, genau. Aber falls jemand von euch und den Zuschauern Fragen nachträglich einfallen, schreibt sie einfach gerne in das Fragen-Antwort-Feld. Wir werden uns die Zeit dann noch später auch dafür nehmen. Ist eine gekommen. Und zwar, Profit kann auch für Games-Projekte benutzt werden? Fragezeichen. Grundsätzlich ist tatsächlich kein Projekt auszuschließen. Ich wurde auch sehr oft überrascht, was dann am Ende doch den Weg zu einer Bewilligung bei Profit gefunden hat. Man muss es wirklich individuell betrachten, wo genau die Innovation bzw. auch die Forschung und Entwicklung bei einem Games-Vorhaben liegt. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach und ich meiner Meinung nach waren auch nicht so viele Einzelfälle bei uns aus dem Games-Bereich da. Aber wie gesagt, mein Angebot ist da wirklich individuell drüber zu sprechen, wo genau die Potenziale eines solchen Projekts für ein Games-Unternehmen liegen, was man da gegebenenfalls entwickelt, wie die Umfänge sind, auch finanzieller Natur, um sagen zu können, passt das oder passt das eher nicht, ja, weil wenn man sich auch auf Profit einlässt, muss man auch wissen, dass das eine Menge an bürokratischen Aufwand ist, auch man noch betreiben muss. Ja, also auch im Vorfeld viele detaillierte Darstellungen, viele Planungen etc. Und zumindest da steht unser Angebot immer im Vorfeld wirklich da dezidiert drüber zu sprechen, um sich gegebenenfalls im Nachgang Zeiten zu ersparen, die man umsonst ausgibt, beziehungsweise vielleicht auch vorsensibilisiert zu sein, welche Informationen man fokussiert darstellen soll. Dafür, Sebastian, zur Frage Games-Projekte, falls da noch mehr Bedarf besteht. Wir haben diese Woche auch noch zwei weitere Veranstaltungen, die sich konkret der Finanzierung und potenziellen Förderoptionen im Bereich Games auch widmen, am Mittwoch und Donnerstag. Also gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Dann hatte Martin noch gefragt, ob die Inanspruchnahme eines Programmes bei der IBB die Möglichkeit anderer Programmwahrnehmungen in dem Moment, denke ich mal, parallel ausschließt. Also es gibt sowas wie Doppelförderung, die grundsätzlich ausgeschlossen ist. Das bezieht sich auf den gleichen Verwendungszweck von öffentlichen Fördermitteln sozusagen. Das ist faktisch tatsächlich so, dass wenn du beispielsweise eine Gründung umsetzen willst und dafür 100.000 Euro brauchst, du nicht den Gründungsbonus nutzen kannst und ein anderes Förderinstrument und beide sozusagen sich gegenüberstellst als Kofinanzierung. Sofern du aber die Verwendungszwecke gesund trennen kannst und private Mittel aus anderen Quellen hast, die als Grundlagenfinanzierung dienen, muss man einfach im Einzelfall gucken, wie kumulierbar diese Instrumente sind. Das steht meistens tatsächlich in den Richtlinien drin, ob ein Instrument kumulierbar ist oder nicht. Die Grundmessage ist, du kannst nicht für den gleichen Verwendungszweck zwei Instrumente nutzen, aber grundsätzlich sind Förderinstrumente auch miteinander kumulierbar. Dafür. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Vielen Dank, Arzion, nochmal für deinen Beitrag. Als nächstes Sebastian Storm, Referatsleiter Medien bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Genau. Sebastian, das Ja, Wort. vielen Dank, Candy. Ich habe noch eine dritte Meldung gesehen im Q&A. Wollte noch mal gucken, ob ihr alles Ja, wir beantwortet. beantragen gerade Exist. Stimmt es damit? Stimmt es, dass damit der Innovationsgrad für den Gründungsbonus belegt? Ration. Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, einen Automatismus gibt es da auf jeden Fall nicht. Aber wenn du eine Bewilligung für Exist bekommst, ist es schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass der Innovationsgrad des Geschäftsmodells auch für einen Gründungsbonus auf jeden Fall ausreichend sein sollte. Nichtsdestotrotz sind es, glaube ich, Instrumente, die einfach nur ein bisschen an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Exist meistens doch etwas früher als Gründungsbonus. Aber prinzipiell ist das schon mal eine sehr gute Grundlage für so ein Instrument wie Gründungsbonus. Es kann aber auch ebenfalls sein, dass vielleicht ein anderes Instrument wie eine Profit-Frühphase sogar mehr passt und die ebenfalls auch etwas lukrativer ist als der Gründungsbonus im Einzelfall. Hängt wirklich ein bisschen von dem Bedarf ab und wie ihr grundsätzlich wachsen wollt. Und gerade da auch, wenn ihr so ein bisschen vor der Frage steht, wie wollt ihr euch nach Exist ebenfalls besser weiterentwickeln, einfach nochmal den Kontakt zu uns suchen und nochmal ein bisschen ins Detail einsteigen. Weil es kann sein, dass Gründungsbonus tatsächlich nicht das optimale Instrument ist. Kann aber natürlich sein, dass es.
Danke dafür. Es gab jetzt noch mal eine letzte Frage. Muss man Anträge für Zuschüsse vor Gründung beantragen? Ja, also im Regelfall, zumindest bei den Instrumenten, die wir von der EBB anbieten, muss der Antrag vorher gestellt werden, bevor man sozusagen anfängt, Geld auszugeben, beziehungsweise ein Investitionsvorhaben umzusetzen, etc. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, schließen wir jetzt mal für den Moment die Fragerunde und gehen weiter zu Sebastian Storm. Ja, vielen Dank, Handy. Danke, Atium. Ja, ich hätte vielleicht die Frage vorneweg an die Beteiligten hier. Wie viele Personen gibt es denn aus Brandenburg, die heute in der Runde teilnehmen? Könnt ihr mal ein Handzeichen die Hand heben, wer aus Brandenburg kommt oder mit seinen Vorhaben mit Brandenburg plant oder nach Brandenburg gehen will? Einfach mal, dass man mal so eine kleine Kenngröße hat und ungefähr einschätzen kann, wie viel Brandenburger betrifft das hier im Kreis. Ich sehe noch keine Hand. Also mir werden 4 angezeigt Vier, zumindest. ach, okay, immerhin. Gut. Also, aber das war auch so zu erwarten, ist auch nicht schlimm, dass das Brandenburger Publikum hier eher in der Minderheit ist. Medien werden eben dann doch überwiegend in Berlin, in der Hauptstadt gemacht. Ja, dennoch will ich kurz die ILB vorstellen. Wir sind im Prinzip ja die Brandenburger Schwester, ne, der IBB. Und vieles, was wir im Portfolio haben, existiert so identisch oder nahezu gleich auch in der IBB. Von daher einiges, was der Atium jetzt eben referiert hat, das gibt es fast genauso auch für die Brandenburger Gebiete, also für die findet ihr auch im ILB-Portfolio. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, was derlei Programme angeht, sondern dann auch ein bisschen mehr auf die Medienaktivitäten zu sprechen kommen. Aber vielleicht gehen wir mal einen Chart weiter und geben euch mal eine Übersicht, wer wir sind. Also klar, wir haben eine andere Geschichte als die IBB. Ne? Uns gibt es quasi erst seit ja, 30 Jahren, 31 Jahren. Wir wurden gegründet nach der Wende. Und hat natürlich zunächst einmal die Aufgabe, in Brandenburg wieder Strukturen herzustellen, also im Prinzip ja die Gegenwart wirtschaftlicher Strukturen auch so ein bisschen herzustellen, wie sie in Westdeutschland bestand. Mittlerweile sind wir eine Förderbank wie viele andere auch, vor allem in Flächenländern Deutschlands sind das zentrale Förderinstitut für Brandenburger Fördermittel. Wir sind auch ziemlich gewachsen. Hier sind noch 827 Mitarbeitende genannt, Tendenz wachsend. Wir sind jetzt mittlerweile schon über 900 und haben sehr viele Förderprogramme, die wir da auch verantworten, von der EU, aus dem Bund und auch aus dem Land Brandenburg. Wir haben auch die gleichen Spektren der Art von Förderungen, also Zuschüsse, Darlehen, Eigenkapital, Intermediär, das sehen wir auch gleich noch. Also vom Portfolio im Prinzip ähnlich wie die IBB und sind heute in Brandenburg, würde ich sagen, auch sehr technologieorientiert. Also jüngstes Leuchtturmbeispiel ist ja sicherlich Tesla, das nochmal zeigt, dass Brandenburg da ja in so einer Liga auch mitspielen will und auch die Kennzahlen zeigen da auch, dass Brandenburg das auch ganz gut schafft. Also wir sind aktuell das Bundesland mit den größten Wachstumsraten. Insofern hat da vieles, was die ILB so letzten Jahrzehnte betrieben hat, auch irgendwo Früchte getragen. Ja, aber wir freuen uns natürlich über jeden, der an einem Standort in Brandenburg interessiert ist. Und insofern ist es ja vielleicht ganz interessant, mal zu hören für die Beteiligten, was so bei uns möglich ist. Wir gehen mal einen Chart weiter und haben dann nochmal eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Förderungen. Also Zuschüsse, Darlehen, Eigenkapital, Intermediär. Also im Prinzip jede Art von Unterstützungskanal finden Sie auch bei uns. Die Zuschüsse sind im Prinzip das Verbreitetste im Bereich Medien, aber auch in der Gründung sind das im Prinzip die meistgenutzten Formen. Darlehen gibt es bei uns auch im Filmbereich, das zeigen wir gleich. Eigenkapital ist im Medienbereich eher weniger verbreitet.
Intermediäre auch nicht, aber Zuschüsse und Darlehen sind, würde ich sagen, die beiden Kanäle, wo sich das meiste abspielt. Profit hatten wir heute schon drüber gesprochen. Das gibt es auch bei uns. Ich meine nicht wortgleich, aber charaktergleich. Ja, und die sind auch möglich im Bereich Medien zu beantragen, aber ist nicht sehr verbreitet. Also wir haben im Mediengeschäft dann doch wirklich eher die Projektfinanzierung, die da eine Rolle spielt, nicht so sehr die Unternehmensfinanzierung. Ich will aber mal ein Beispiel nennen, wo das ganz gut so von beiden Seiten geklappt hat. Ich denke, viele der Beteiligten kennen hier die Serie 1899 auf Netflix gelaufen von einer Berliner Firma, Dark Ways produziert, aber und auch vom Medienboard gefördert. Das betrifft dann auch immer uns, das erzähle ich dann gleich nochmal, wenn wir wieder ins Spiel kommen, aber eben auch über einen zweiten Kanal von der ILB gefördert, nämlich in puncto Hardware. Also ich weiß nicht, wer von euch das Herstellungsverfahren dieser Serie so ein bisschen verfolgt hat. Ne? Es gab ja im Prinzip diese großen die Stage der mit dem LED-Panels, die im Prinzip 270 Grad die gesamte virtuelle Welt, die Hintergründe abgebildet hat. Nehmen noch mal einen Chart zurück, bitte. Und da haben wir im Prinzip die Hardware von der einen Seite finanziert, ne? Also quasi über eine Standortförderung, denn diese Dark Bay GmbH, die das beantragt hat, hat das quasi für die Allokation hier in Babelsberg bekommen und über den zweiten Weg dann die Medienboardförderung, wo das Projekt finanziert wurde. Also auch das ist möglich, das will ich damit nur anführen, dass man also innerhalb eines Projektes nicht nur den Inhalt fördern lassen kann, sondern wenn sich damit einhergehend auch bestimmte technische Innovationen koppeln lassen, dann über einen zweiten Weg eben auch die Hardware. Und so lief das dann in diesem Projekt ab. Genau, aber hier nochmal die Übersicht der Finanzierungs- und Förderformen, die wir haben. Da kann ich auch immer den Besuch auf unserer Website empfehlen, ilb.de, um das alles mal zu vertiefen. Da stehe ich auch gerne bereit, wenn es um Unternehmensfinanzierung, Gründerfinanzierung geht, um da im Haus den richtigen Partner zu finden. Ich würde jetzt vielleicht für den Moment davon absehen, das im Einzelnen zu erläutern. Und jetzt mal auf die nächste Seite weitergehen, um mal so ein bisschen zur ILB, Film- und Medienfinanzierung zu kommen. Also, wie gesagt, die Medienboard-Förderung, das ist im Prinzip so unser Hauptauftrag hier im Referat Medien. Das ist im Prinzip alles, was beim Medienboard entschieden wird. Und der Medienboard ist da auch das Antragsportal, wenn Sie so wollen. Alles, was Medienboard entscheidet, das bekommen wir übermittelt und gießen das in Verträge. Ja, und Leute, die von euch, die schon mal eine Medienboard-Förderung hatten, wissen, dass sie dann einen Vertrag wiederum von der ILB bekommen. Also wir sind dann später der Vertragspartner für die Medienboard-Förderung. Und das betrifft also sowohl die sogenannten Darlehen als auch die Zuschüsse und alle Förderarten. Also von der Weiterbildung über Serienentwicklung, Games, Filme, das ist alles da mit drin. Und da sind wir mit einer ja, Zusagevolumen von 35 bis 40 Millionen Euro unterwegs. Dieses Jahr ist es wirklich mehr als 35 Millionen Euro. Und wir haben auch fast 400 Anträge dieses Jahr da der Bearbeitung. Also es sind wirklich sehr viele Projekte, die da gefördert werden, hat eine sehr große Bandbreite. Und eine hohe Stückzahl, die Anna Vielhaber wird das nachher sicherlich nochmal so ein bisschen auseinander sortieren, welche Möglichkeiten es gibt, welche Förderprogramme und was relevant ist fürs Medienboard. Ja, was wir als eigenes Produkt auch noch haben, und jetzt kommen wir zum Thema Kredite, das ist die Filmzwischenfinanzierung. Das ist im Prinzip ein Geschäft, das nur sehr wenig Geschäftsbanken in Deutschland verrichten. Die Einschlägigen werden Sie alle kennen, also das sind Commerzbank, die Z-Bank, vielleicht auch die Sparkasse. Aber es ist im Prinzip ein Terrain, wo wenig Geschäftsbanken ran wollen, einfach weil man dazu dann doch so ein bisschen eine Branchenkenntnis braucht. Die ist bei uns natürlich so ein bisschen gewachsen durchs Medienboard-Geschäft und hier haben wir dann die Synergien genutzt und gesagt, okay, wir können natürlich für ein Projekt, das finanziert ist, und das ist hier wirklich dann das Relevante dabei, bei einer Zwischenfinanzierung reden wir über Projekte, die keine Lücke mehr haben, also die wirklich nachweislich 100% gesichert sind. Für die können wir den Cashflow des Projektes zur Verfügung stellen.
Also ne, nicht immer ist es so, dass alle Projektfinanzierer, derer es in einem Projekt auch gerne mal 10 Stück gibt, alle sofort nach Vertragsunterschrift das Geld auf den Tisch legen. Oft ist das erst in Raten fällig. Da gibt es Abnahmestufen oder Zeitkorridore, wo das abläuft. Und um diese Finanzierungsdeltas, die da entstehen, abfedern zu können, stellen wir im Prinzip dann Zwischenfinanzierungskredite bereit. Wie die im Einzelnen aussehen, das sehen wir dann gleich. Aber das mal so als einen Punkt in der Übersicht. Da reden wir über eine Stückzahl von 10 bis 40 Stück pro Jahr. Das ist mal mehr, mal weniger. Während Corona ist es ein bisschen zurückgegangen. Jetzt zieht das gerade wieder so ein bisschen an. Und da reden wir über 5 bis 10 Millionen Euro, die wir da pro Jahr zusagen. Übrigens im Konsortium mit der IBB. Also die IBB ist da quasi Haftungspartner des Programms. Die ILB ist aber quasi Antragsentgegennehmer und auch Prüfer des Programms. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Aber die IBB ist da auch mit an Bord. Ja, was machen wir noch? Wir betreuen auch die Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir gehen auch über die Hauptstadtregion hinaus. Machen das seit 2 Jahren. Das sind aber sehr viel weniger Volumen, die da abgehen. Aber das ist im Prinzip eine Förderung, die analog wie Medienbord funktioniert. Die betreuen wir auch. Eine Zeit lang, also jetzt bis Ende des Jahres, läuft der Ausfallfonds TV. Da ist die Antragsfrist schon abgelaufen. Da sind wir quasi noch in der Endabwicklung. Da, dieser Ausfallfonds TV wurde auf die Beine gestellt, um die Corona-Risiken während Dreharbeiten abfedern zu können. Wurde im Januar 2021 gelauncht und sollte im Prinzip solche Szenarien abfedern, wenn ein Schauspieler oder andere wichtige Crewmitglieder sich infizieren und ausfallen und der Dreh, die Produktion dadurch gestoppt wird und ein finanzieller Schaden entsteht. Wurde der kompensiert? Das geschah mit Mitteln der Bundesländer. Also fast alle Bundesländer aus Deutschland haben da auch mitgemacht mit verschiedenen Beträgen. Aus Brandenburg kam Geld, aus Berlin kam Geld. Und das haben wir zusammen mit der FFA gemeinsam betreut, geprüft und abgewickelt. Das endet jetzt. Und ja, wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass man so ein Fonds nicht nochmal braucht, A, weil man jetzt auch Erfahrung hat mit derartigen Pandemien, B, weil man wahrscheinlich jetzt Hygienekonzepte hat, die man auch fortwährend anwendet. Man möchte sowas ja wohl auch weiter vermeiden, dass Schauspieler ausfallen, wenngleich es natürlich nicht mehr solche Quarantänebestimmungen gibt wie vor ein paar Jahren noch. Und es gibt mittlerweile auch ein Versicherungsprodukt, das damals ja gefehlt hat und warum es auch diesen Ausfallfonds gab. Diese Versicherungsprodukte können jetzt gezogen werden, die sind aber nicht ganz billig. Also da muss man mal beobachten, wie das da so weitergeht. Jedenfalls hatten wir das jetzt auch gemacht. Und wir prüfen noch gemeinsam mit der PwC und der LFA, also der Landesbank für Bayern, die nationale Filmförderung. Also machen dort die Schlussprüfungen. Also wenn einer eine BKM oder FFA oder DFF oder GMPF-Förderung erhalten hat, dann kommt dieses Projekt am Ende unter bestimmten Umständen, zum Beispiel wenn auch ein Medienboard gefördert hat, mit auf unseren Tisch. Und dann prüfen wir das gemeinsam mit der Medienboard-Förderung. Also das mal so als Übersicht über das, was wir so tun. Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, da hat sich eine ganz gute Medienkompetenz aufgebaut, Film und Medien. Das haben wir so ein bisschen gelernt. Mittlerweile sind bei uns 7.000 Anträge im Archiv und haben wir über 1 Milliarde Euro verantwortet in diesem Mediensektor. Also können da, glaube ich, als Partner ganz gut zur Seite stehen. Genau, und dann gehen wir mal einen weiter und schauen uns mal die Filmzwischenfinanzierung an. Also das ist im Prinzip unser Eigenprodukt, das wir im Konsortium mit der IBB zur Verfügung stellen und wenden uns damit insbesondere an Film- und TV- oder Medienproduzenten der Region Berlin-Brandenburg. Das ist im Prinzip das entscheidende Kriterium, dass das Projekt, das vorgestellt wird, einen Berlin-Brandenburg-Bezug hat.
entweder durch den Sitz des Produzenten oder dass das Projekt hier in Teilen produziert wird. Also auch ein Antragsteller aus Bayern, NRW oder Hamburg kann zu uns kommen und sagen, ich drehe diesen Film in Berlin und Brandenburg, liebe IRB, ich muss zwischenfinanzieren, hier ist das Projekt, bitte helft mir, das geht auch. Ja, in welcher Weise finanzieren wir? A, durch Kredite, also Darlehen für den Cashflow, ja, das im Prinzip schauen wir uns dann den Projekt Cashflow an und schauen, wann sind die Einzahlungen, wann sind die Auszahlungen, welches Delta ergibt sich da und können daraus ermessen, welcher Liquiditätsbedarf besteht. Und ja, Cashflowen das, also wir zahlen dann im Prinzip dieses Delta aus, es wird dann verzinst und muss dann zurückgeführt werden, wenn eben der Produzent dazu in der Lage ist, zum Beispiel wenn seine Partner zahlen. Also eine ganz klassische, so eine Art Kontokorrentkredit, nur eben projektorientiert, projektgebunden, der ermöglichen soll, dass sie ihr Projekt realisieren können. Ja, was ist der Inhalt dessen? Also wir haben da sowohl die klassischen Auftragsproduktionen im Visier, das sind also der klassische Tatort, eine Serie fürs öffentlich-rechtliche oder private Fernsehen, aber auch Streamer-Produktionen, also auch Netflix, Disney Plus, Apple Plus und andere Prime, all die Produktionen können wir auch zwischenfinanzieren. Da ist es ja auch manchmal so, dass die Streamer erst ab gewissen Ausstrahlungsterminen ihre Tranchen leisten, also abweichend von dem deutschen Prozedere, wo man Vertrag und Rohschnitt und Abnahme hat, gibt es da auch manchmal ja, das Prozedere, dass man einen Teil eben erst nach der ersten Ausstrahlung oder ein Jahr später, 2 Jahre später auszahlt. Auch das können lange Zeiträume sein, die auch zwischenfinanziert werden müssen. Und solange die durch einen Vertrag mit einem Streamer abgesichert sind, gilt das für uns auch als Auftragsproduktion, die finanziert ist. Wir finanzieren aber auch frei finanzierte Produktionen, also den klassischen Kinofilm. Solche Filme, die auch Direct-to-Video, Video-on-Demand produziert werden, Serien, also die können wir auch zwischenfinanzieren. Aber auch hier ist die Bedingung, dass wir da keine Lückenfinanzierung betreiben. Also es ist keine Förderung in dem Sinne, dass eine Lücke gefüllt wird, sondern wir finanzieren nur vor. Ja, und das kann sich auch wirklich auf alle Formate beziehen, Filme, Reihen, Serien, fiktional, non-fiktional, Games auch. Also interaktive Formate sind auch möglich. Voraussetzung ist immer die geschlossene Gesamtfinanzierung. Und wir gehen nochmal ein weiter, schauen mal auf die Konditionen. Also wie teuer ist so ein Programm? Ja, das kann man immer nicht so von der Stange sagen. Das hängt immer ab vom Einzelfall. Wir gucken uns an das Rating des Produzenten. Der Marktzins spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also vor 2 Jahren, sage ich mal, war ein solches Zwischenfinanzierungsdarlehen oder ein Aval nochmal günstiger zu bekommen als heute. Das ist leider so. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, das sind immer 4 oder 5% oder so, sondern ich kann vielleicht so einen Korridor sagen. Also ein günstiges Zwifi-Darlehen beginnt so bei 5%. Das kann aber auch mal Richtung 10% gehen. Hängt eben von den Einzelfaktoren und den Sicherheiten ab, die auch der Antragsteller gibt. Ich würde vielleicht noch kurz zum Aval was sagen wollen. Also auch das bieten wir. Was ist ein Aval? Ein Aval ist eine Bürgschaft. Das ist im Prinzip ein Dreiecksgeschäft. Wenn also ein Sender sagt, ja, schön und gut, das Drehbuch gefällt uns irre gut und wir möchten das auch bestellen bei dir, diesen Film, aber wir hätten gerne, weil wir dich noch nicht so gut kennen oder weil du vielleicht noch ein kleiner, junger Produzent bist, doch eher noch eine Sicherheit von Dritten, dass die Anzahlungen, die wir dir leisten, dass die auch in Sicherheit sind, damit, wenn du das nicht schaffst mit dem Projekt, dass wir dann zumindest diese Anzahlungen zurückbekommen. Insofern verlangen das einige Sender, dass man eine Avalurkunde liefert und quasi von einer Bank wie uns die Sicherheit bekommt, dass das Projekt auch in trockenen Tüchern abgeliefert wird und wenn nicht, dass die Anzahlungen jedenfalls nicht perdu sind. Deswegen also auch Aval und hier nochmal genannt die Aval-Provision, die sich in einem ähnlichen Korridor bewegt, wie ich gerade gesagt habe, also 5 bis 10%, je nach Einzel,
fallen. Ja, welche Sicherheiten nehmen wir da? Wir gucken uns an, welche persönlichen Bürgschaften der Antragsteller auch leisten kann. Natürlich, wir lassen uns aber auch Sicherheiten aus dem Projekt abtreten und Rechte am Projekt. Das ist auch bei uns üblich, aber wenngleich natürlich nicht so verwertbar. Also wir gucken uns dann schon auch an, die Parameter des Projektes, wie riskant schätzen wir das ein mit den Machern, mit den Projektparametern, Zeit, Geld, Umstände und gucken uns dann an, welche individuellen Sicherheiten lassen wir uns da geben und abtreten und schauen da aber auch immer, was ist den einzelnen Antragstellern da auch möglich. Genau, und müssen dann im Einzelfall besprechen, was geht und was nicht. Ja, also das ist erstmal so vielleicht so ein Schlaglicht auf das Finanzierungsangebot für Zwischenfinanzierung und Avale. Die anderen, wie gesagt, sind eher in dem Bereich unterwegs, wie es Artium auch für die EBB geschildert hat. Das ist also ganz ähnlich mit den Gründungs- und Wachstumsförderungen. Die haben wir im Prinzip in ähnlicher Weise auch und hier im Referat Medien eben nochmal eine besondere Kompetenz aufgebaut. Ja, vielleicht das für den Moment und ich freue mich auf Fragen und ansonsten haben wir nochmal einen Chart weiter, nochmal eine Übersicht über meine Kontaktdaten. Wer das also nochmal nutzen möchte, der kann mich auch gerne im Nachgang kontaktieren. Ich kann dann entweder, wenn es für uns direkt eine Medienanfrage ist, da sicherlich direkt was tun. Oder wenn es eine Gründungswachstums-, Profitanfrage oder ähnliches ist, dann hier im Haus den Wegweiser spielen. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Sebastian. Gibt es Fragen unter den Zuschauenden? Falls ihr sie habt, fragt sie jetzt. Gut, sieht aktuell erstmal nicht so aus. Dann würden wir weitermachen mit Viktoria Kohlrusch von Berlin Partner. Ja, super, herzlichen Dank. Ich teile meinen Bildschirm. Super, dann kann es auch schon losgehen. Ja, auch ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Viktoria Kohlrusch und ich bin Innovation Manager im Enterprise Europe Network, kurz EEN. Ich berate Berliner Unternehmen zu EU-Fördermitteln und unterstütze auch bei der Suche nach dem richtigen Kooperationspartner. Mein Schwerpunkt bei Berlin Partner sind IKT-Themen, darunter die Bereiche KI, Blockchain, Immersive Technologies, aber auch Unternehmen aus der Kreativwirtschaft und Medienbereich. Und ich werde Sie heute in der EU-Förderprogrammlandschaft einführen. Genauer gesagt werde ich die beiden Programme Horizont Europa und Kreatives Europa vorstellen, die insbesondere für die Medienbranche von Relevanz sind. Bevor ich jetzt jedoch darauf eingehe, wollte ich Ihnen noch die Leistungen von Berlin Partner und dem EEN vorstellen und auch nochmal erklären, wie das eine mit dem anderen überhaupt zusammenhängt. Also das ist jetzt ausschließlich Berlin Partner und unsere Services. Wer uns noch nicht kennt, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie ist Berlins Wirtschaftsförderung. Wir sind ungefähr 200 Mitarbeitende. Und ja, das sind diese sechs Hauptbereiche, die wir anbieten für Berliner Unternehmen. Auf die werde ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen, weil die auch für sich sprechen, denke ich hier. Und die einzigen, die ich hervorhebe, sind die Bereiche Finance, Innovation, International Services, weil eben darin so als Querschnittsthema das EN angesiedelt ist. Und was heißt es? Also wir informieren grundsätzlich bei Berlin Partner zu Förderangeboten für Innovationsprojekte. Das heißt, wir organisieren Infoveranstaltungen oder sind eben auch bei Partnern dabei und halten Vorträge. Aber nicht nur zu EU-Mitteln wie Infoveranstaltungen, sondern auch zu regionalen Fördermitteln. Und wir vereinbaren natürlich auch persönliche Gespräche zur Einordnung von Ihrer Idee und wie wir Ihnen dabei helfen können. Und mit Hinblick auf den International Service, also wir verfügen nicht nur über Kontakt zum regionalen Ökosystem, weil wir ja eigentlich in Berlin und für die Berliner Wirtschaft zuständig sind, sondern darüber hinaus dient in dem Fall das EEN als internationale Anlaufstelle für die Partnersuche. Ja, speaking of, das EEN, genau. Das ist das weltweit größte Unterstützungsnetzwerk für innovative KMU, die internationale Ambitionen verfolgen. Und so viel vorweg, ist aber mit das Wichtigste, was alle brennend interessiert. Also ja, unsere Dienstleistungen sind kostenfrei beim EEN als auch Berlin Partner. Und weil eben das EEN wird in dem Fall von der Europäischen Kommission kofinanziert.
Ja, zu dem Netzwerk zählen über 470 Mitgliedsorganisationen und Berlin Partner ist eben eine von diesen 470 Mitgliedsorganisationen. Wir sind in 69 Ländern weltweit und es gibt ungefähr 3000 Advisors, also Leute wie mich, die innerhalb der EU und darüber hinaus beraten. Und wo genau, das sehen Sie hier auf dieser Map. Es sind jetzt auch neue Länder dazugekommen. Also Sie sehen auch, Afrika war bisher nicht so dabei. Jetzt ist Südafrika ist mit dazugekommen. Angola wurde jetzt vor 2 Wochen angekündigt und ein paar andere Länder stoßen dazu. Das freut uns natürlich sehr. Aber wie Sie sehen, es ist nicht nur die Europäische Union, sondern eben auch Nord- und Südamerika. Und hier in der Region haben wir uns ein Konsortium zusammen, hat sich ein Z Konsortium zusammengetan mit Brandenburg und da arbeiten wir natürlich auch sehr eng zusammen. Ja, das sind die Organisationstypen, die Teil des Netzwerks sind, darunter auch Handelskammern, Forschungseinrichtungen und in unserem Fall genauso wie in Brandenburg lokale Wirtschaftsförderungen. Also wie gesagt, die WFBB und wir arbeiten zusammen und es gibt noch auch Fachverbände zählen dazu. Das zur Einordnung. Jetzt kommen wir zu unseren Servicen, die jetzt ausschließlich das EN anbietet. Also das ist genau eine Übersicht, die wir anbieten, genau die wichtigsten Leistungen, weil ich will jetzt auch nicht auf jedes einzelne eingehen, sind nämlich einerseits die Suche nach Kooperationspartnern sowie die Beratung zu EU-Förderprogrammen. Und auf diese beiden Leistungen werde ich jetzt auch näher eingehen. Zum Thema Kooperation: Wir unterstützen KMU bei der Suche nach dem richtigen Geschäfts- und/oder Technologiepartner, und zwar weltweit. Das heißt, es gibt Kooperationsbörsen, die wir veranstalten, gemeinsam auch mit den Advisors aus anderen Ländern. Das heißt, wir sind auf internationalen Messen, Kongressen. Nächstes Jahr sind wir zum Beispiel auf dem Mobile World Congress. Die Grüne Woche wird ein Kooperationsmatching stattfinden. Und wir pflegen auch darüber hinaus eine internationale Kooperationsdatenbank, die zur Suche nach Business, Technologie und auch Forschungskooperation tatsächlich dient. Wie funktioniert das? Also man kann ein Profil tatsächlich erstellen bei Bedarf und daraufhin wird halt geguckt, okay, wer kann diesen Need denn erfüllen aus anderen Ländern gegebenenfalls und ja, wie, auch wie so ein ja, Matching am Ende des Tages. Genau, das Besondere ist, dass eben das Netzwerk überregional Kontakte zu anderen EEN-Partnern pflegt, wodurch wir individuelle Kooperationsanbahnungen ermöglichen können. Darüber hinaus informieren und begleiten wir aber auch KMU bei der Erschließung des EU-Binnenmarktes, zum Beispiel indem wir Unternehmen bei der Bewältigung von EU-Rechtsvorschriften, Regeln und Formalitäten unterstützen. Aber auch jenseits vom EU-Binnenmarkt ermitteln wir gemeinsam mit Unternehmen den Handlungsbedarf zur Erschließung von internationalen Märkten und auch ja, Geschäftsmöglichkeiten. Jetzt zuletzt unser Angebot zur Innovationsförderung und damit einhergehendem Access to Finance. Wir beraten zu anderen finanziellen Unterstützungsangeboten, also auch, ich habe jetzt immer EU-Fördermittel genannt, aber wir helfen auch bei der Suche nach dem geeigneten Konsortialpartner, wenn es denn dann zu einem sagt, okay, ich möchte den Antrag zu XY stellen. Das ist oft nur im Verbund möglich, dann gucken wir auch da, wer kann sich da zusammentun und begleiten dann den Prozess der Antragstellung tatsächlich. Also heute befinden wir uns beispielsweise bei so einer Infoveranstaltung. So kann der gesamte Prozess nämlich dann auch aussehen von der Antragstellung. Also oben sehen Sie die Prozesse eines Unternehmens mit einer ja zu Beginn vagen Projektidee bis hin zum finalen Antrag und darunter unser Unterstützungsangebot parallel. Das heißt, also neben unserem Informationsangebot prüfen wir auch Ihre Skizze, helfen dem Konsortium, wie gesagt, auf die Beine und übernehmen auch den Qualitätscheck vor Einreichen des Antrags. Und nein, wir schreiben ihn nicht mit. Wir dürfen den auch kommentieren und gegenlesen, aber sind jetzt nicht daran beteiligt als solches. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Vortrag oder zum zweiten Teil meines Vortrags, in dem ich jetzt konkret 2 EU-Programme vorstellen werde, die, glaube ich, ja, für die Medienbranche interessant sein könnten. Ich habe extra Calls genommen, die jetzt nächstes Jahr noch anstehen. Genau, vielleicht findet sich ja der ein oder die andere da, die sich darauf bewerben möchte. Genau, zum einen das Horizont Europa und zum anderen kreatives Europa. Wobei, und das muss ich sagen, es nicht das eine Programm gibt für die Medienbranche, sondern es wird eher als Querschnittsthema behandelt. Und ist, also ja, also man kann jetzt nicht sagen, oh, da ist das auf jeden Fall drin, sondern da muss man immer so gucken bei den einzelnen Programmen. Das hat es ein bisschen schwer gemacht, auch bei der Recherche. Genau, wir gucken mal, wir fangen jetzt mal mit Horizont Europa an.
Ja, das ist das neunte Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union und das weltweit größte Einzelförderprogramm für Forschung und Innovation. Es zielt darauf ab, eine wissens- und innovationsgestützte Gesellschaft und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen und damit auch zu einer ja, nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und insbesondere für den digitalen und grünen Wandel spielt es eine wichtige Rolle. Zum einen soll Europa mit Hilfe von Horizont Europa ein klimaneutraler Kontinent werden und auch die Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Also man sieht, die EU macht das nicht zum Selbstzweck, um Leute zu unterstützen, Unternehmen, sondern weil sie ihre eigenen Ziele natürlich auch umsetzen und verwirklichen möchte. Die Laufzeit vom aktuellen Programm begann 21 und endet jetzt also jetzt später, in ein paar Jahren noch, 27. Und es ist tatsächlich ein Budget von 95,5 Milliarden Euro vorgesehen. Sehen wir uns mal die Programmstruktur an. Die ist in drei Pfeiler strukturiert: Wissenschaftsexzellenz, globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas und innovatives Europa. Da es heute um die Medienbranche geht, konzentrieren wir uns jetzt auf den zweiten Pfeiler, ja, weil darin sind für uns insbesondere Cluster 2 und Cluster 4 interessant. Mit Cluster meine ich, hier sind sechs Stichpunkte und jeder einzelne Stichpunkt repräsentiert ein solches thematisches Gebiet einfach nochmal, ja. Und genau, das zweite Cluster, Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft, umfasst Aktivitäten, die sich primär an AntragstellerInnen aus Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie aus dem Kunstbereich richten. Es geht unter anderem um die Förderung der ja, kulturellen Vielfalt und des europäischen Kulturerbes. Und Cluster 4 dagegen, namens Digitalisierung, Industrie und Weltraum, das ist auch da, wo ich, also ich bin ja, habe ich eingangs gesagt, IKT spezialisiert, und das ist insbesondere mein Cluster. Und das unterstützt Technologien, die für die industrielle Zukunft Europas von Bedeutung sind. Und Ziel ist es, ein resilientes, grünes und digitales Europa aufzubauen. Das heißt, Sie sehen auch hier, es gibt kein Cluster, das explizit die Medienbranche adressiert, aber genau, Fördervorhaben in dem Bereich werden in beiden Clustern halt als Querschnittsthema aufgegriffen. Das sehen Sie auch gleich, wenn ich jetzt ein paar Calls dann auch nennen werde. Ja, jedes Cluster verfügt über ein sogenanntes Arbeitsprogramm. Es ist ein Riesendokument, das von der EU zur Verfügung gestellt wird. Und dieses ist dann wiederum in verschiedene thematische Destinations untergliedert. Und darunter werden dann einzelne Ausschreibungen gefasst, auf die sich Einzel-, aber in der Regel eher Verbundvorhaben bewerben können. Und kommt es dann zur Antragstellung, gilt Folgendes. Also es können sich grundsätzlich alle Rechtsträger bewerben. Das sind Forschungseinrichtungen, KMU, Mid-Caps und Großunternehmen. Zu beachten ist aber die Mindestgröße des Konsortiums. Das heißt, drei Partner aus drei unterschiedlichen EU-Mitglied- oder Assoziiertenstaaten, mit wenigen Ausnahmen. Aber mindestens ein Partner muss aus einem EU-Mitgliedstaat stammen. Und ja, aber im Durchschnitt tun sich locker 8 bis 12 Partner zusammen. Ja. Ja, jetzt noch die Frage, was wird überhaupt gefördert? Es gibt nämlich drei Förderinstrumente. Ja, also RIA, Research and Innovation Actions, sind Einzel- oder Verbundvorhaben, die die Kooperation innerhalb der EU und die Forschungslandschaft in Europa stärken. Also wir sehen, es geht alles sehr krass in die Richtung R&D. IA sind Verbundprojekte, die innovative Technologien, Produkte oder andere Lösungsansätze beziehungsweise grundsätzlich neue Erkenntnisse hervorbringen. Und das von der Grundlagen- bis zur angewandten Forschung. Und CSA, Coordination Support Actions, sind weiterführende Maßnahmen, zum Beispiel verbesserte Technologien und Services und auch Pilotprojekte. Also ich werde jetzt auch im Folgenden jeweils ein Research und Innovation und eine Innovation Action vorstellen. Ja, die gucken wir uns jetzt mal an. Ah, und ich habe noch vergessen, genau, wie wird denn überhaupt gefördert? Ja, also es ist ausschließlich durch Zuschussförderung. Das heißt, es gibt kein Darlehen, sondern es wird ein Grant ohne Rückzahlungsgebot ausbezahlt. Und da liegt die Förderquote, wie wir hier jetzt auch sehen können, zwischen 70 und 100%. Jetzt gucken wir mal. Da habe ich einen Call rausgesucht. Da heißt die Topic, oben ist der Titel, heißt Arts and Cultural Awareness and Expression in Education Training. Und diese Topic gehört zum Call A Sustainable Future for Europe. Das heißt, unter einem Call können mehrere Topics fallen. Ja? Und hierbei handelt es sich um ein Research and Innovation Action.
Und der Call ist bereits seit Anfang Oktober offen und endet jetzt im Februar nächsten Jahres. Und dieser Call ist wiederum unter Destination, die ich vorhin gesagt hatte, Innovative Research und Social and Economic Transformations gelistet. Und das sehen Sie aber nochmal, weil das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Das kann man auch gut im Arbeitsprogramm nachsehen. Das habe ich hier verlinkt. Im Nachgang kriegen Sie die Präsentation und dann kann man das auch nochmal nachlesen. Ich wollte Sie jetzt auch gar nicht verwirren. Also grundsätzlich gilt, man hat eine Destination, darunter ist ein Call und dann ist ein Call nochmal in Topics gefasst. Nur so zur Einordnung. Ja, und das ist ja jetzt erstmal so, da steht ja jetzt erstmal inhaltlich gar nicht viel auf der Slide. Ich wollte Ihnen das nur zeigen. Weil das ist sozusagen die Landingpage, nenne ich es jetzt mal, im Funding- und Tenders-Portal der EU. Da habe ich das einfach einen Screenshot gemacht. Und wenn man dann da sich so reinliest, ist eines der Expected Outcomes folgende, aber Achtung, das habe ich wirklich sehr stark verkürzt, wäre zum Beispiel Develop and Apply Methods to Support the Use of Arts in Education and Interventions. Und der zweite Outcome, Inform policies, programs and actions using arts in education and contributing to foster cultural awareness and expression. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, 100% jetzt vielleicht, was jetzt Medienunternehmen drauf brennen, aber ich denke vielleicht, weil es sehr spezifisch auch ist, aber wenn sich da jemand auch natürlich findet, der was mit Education und Trainingskonzepten zu tun hat, könnte das natürlich schon sehr attraktiv sein. Das Gesamtbudget, jetzt nochmal ein paar Numbers für die Topic, beträgt 10 Millionen Euro. Ja, also pro Projekt sind das dann wiederum, also das Projekt, wenn jetzt, also es können sich nämlich mehrere Projekte darauf erfolgreich bewerben und dann erhält jeder etwa 2 bis 3 Millionen Euro. Also ja, es ist nicht, genau, also ein Topic kann verschiedene Projekte fördern, will ich damit sagen. So, dann der andere Call, das ist eine Innovation Action. Der nennt sich Leverage the Digital Transition for Competitive European Cultural and Creative Industries. Und der übergeordnete Call, das sehen Sie auch in Zeile 3, ja, Research and Innovation on Cultural Heritage and Cultural and Creative Industries. So, und jetzt der Expected Outcome. Ich habe dann auch noch mal ins Arbeitsprogramm geguckt, auch wieder sehr verkürzt dargestellt, sind also significant contributions to strengthen the ability of European cultural and creative industries to contribute to human-centered digital transition. Genau, also da geht es, habe ich ja gesagt, dass eines der übergeordneten Ziele natürlich auch die Wahrung und Stärkung des Kulturerbes ist des Europäischen und das würde halt dazu dann einen solchen Beitrag leisten. Da ist das Gesamtbudget von der Topic bei 13 Millionen, also etwas mehr. Und pro Projekt sind es dann 3 bis 4 Millionen. Jetzt gucken wir noch auf das zweite Programm. Das ist das Creative Europe, Entschuldigung, das Kreative Europa. Und ich möchte jetzt aber direkt zum Einstieg erstmal das Creative Europe Desk vorstellen, die heute leider nicht dabei sind. Die sind nämlich die Experten und Expertinnen und auch die zentrale Anlaufstelle für Medienschaffende. Und sie beraten eben zu Fördermöglichkeiten im Rahmen von Creative Europe und deren sogenannten Aktionsbereichen. Die sehen Sie hier links, Media, Kultur, Cross-Sektor und stehen eben Antragstellern zur Seite. Und je nach Region gibt es verschiedene AnsprechpartnerInnen und genau, ich habe die deutschlandweite Seite. Ich habe schon mitbekommen, wir sind eh fast alle hier aus Berlin, wenn ich richtig verstanden habe, und ein paar aus Brandenburg. Und es gibt genau oben rechts das Creative Europe Desk, habe ich verlinkt und da kommen Sie auf die deutschlandweite Seite und da erfahren Sie dann mehr über die einzelnen Desks, aber auch, also hier in Berlin-Brandenburg gibt es auch ein Office, mit dem wir hier eng zusammenarbeiten, das EEN. Genau, das Budget des Programms Kreatives Europa mit der Laufzeit 21 bis 27 beträgt 2,44 Milliarden Euro. Sind deutlich weniger. Wir erinnern uns, vorhin waren es 95,5 Milliarden für Horizont. Das sind jetzt deutlich weniger. Es sind trotzdem eine Budgetaufstockung um 50% im Vergleich zum Vorgängerprogramm. Und insgesamt umfasst das Programm Maßnahmen, mit denen die kulturelle Vielfalt gestärkt und auf die Bedürfnisse und Herausforderungen des Kultur- und Kreativsektors eingegangen werden sollen. So, hier sind die zwei Ziele, habe ich dort mit eingeblendet. Genau, das Programm umfasst die drei Aktionsbereiche, die ich kurz vorgestellt hatte: Medien, Kultur und Großsektor. Die Prozente zeigen auch, wie das Gesamtbudget auf die einzelnen Aktionsbereiche, im Englischen heißen die Strands, verteilt ist. Also Media bekommt auch das meiste Budget. Ja? Und heute fokussiere ich mich auf den Media-Aktionsbereich. Und das sind die folgenden Schwerpunkte.
Förderung der Zusammenarbeit sowohl in der gesamten Wertschöpfungskette als auch auf EU-Ebene, um den Bekanntheitsgrad audiovisueller Unternehmen und europäischer Inhalte weltweit zu erhöhen. Dann die Förderung von Talenten und Ausweitung der länderübergreifenden Beteiligung und Zusammenarbeit und am Ende natürlich auch Unterstützung der Nutzung neuer Technologien. So, jetzt komme ich zum Ende meines Vortrags, in dem ich auch noch mal zwei solcher Calls Ihnen zeige. Hier wäre Films on the Move, der ist noch bis zum 18. Juli 2024 offen. Das ist bereits der zweite Cut-off innerhalb eines Aufrufs. Das kommt durchaus vor. Das sieht man auch bei den Deadline-Dates. Ja, da gibt es zwei verschiedene. Steht auch nochmal links, Multiple Cut-off. Und die Ziele laut Call-Document, das heißt hier nicht Work-Program, sondern in dem Fall gibt es ein Call-Document, wo auch nochmal die Hintergründe, die Zielsetzungen, Bewerbungskriterien aufgeschrieben sind. Und da ist das Ziel: The Films on the Move Action shall encourage and support the wider distribution of recent non-national European films by encouraging sales agents and theatrical distributors in particular to invest in promotion and educate distribution. Ich übersetze, es geht eigentlich nur um, also nur, es geht grundsätzlich um die Distribution und Promotion von non-national European films. Also es geht nicht um die Produktion von Filmen und Inhalten, sondern eher um die Promotion, um Sichtbarkeit von non-European films. Dann der zweite Call, den ich hier vorstellen möchte, auch wieder in zwei Cut-offs. Der zweite Cut-off ist jetzt bis zum 14. Mai offen und da ist das Ziel: To increase the capacity of audiovisual producers to develop and produce strong projects with significant potential to circulate throughout Europe and beyond. Wie gesagt, wer Fragen hat, kann nochmal im Call-Document gucken oder kommt einfach nochmal auf mich zu. Weil es jetzt auch im Detail ein bisschen zu tief reingehen würde. Damit endet tatsächlich jetzt mein Vortrag. Ich würde beim Kreativen Europa auf jeden Fall empfehlen, mit dem Creative Europe Desk in Berlin-Brandenburg in Kontakt zu treten. Ich vermittle Sie natürlich auch sehr gerne, gar keine Frage. Ich meine, es ist ja trotzdem auch Teil meines, also in meiner EU-Landschaft drin, die da ich ja auch betreue. Aber genau, Sie sind halt die Expertin in dem Gebiet. Ich wollte Sie jetzt noch darauf aufmerksam machen, dass wir auch von Berlin Partner oder vom EN einen Zahlen Newsletter haben. Können Sie sehr gerne abonnieren. Ich teile die Links gleich in den Chat noch. Es gibt einmal den Förder-Newsletter, der enthält aktuelle Calls zu Fördermitteln auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene, also alles drei. Und der ENBB-Newsletter informiert auch über weltweite Kooperationsangebote, von denen ich geredet habe. Und auch grundsätzlich über News und ja, Veranstaltungstermine. Und die teile ich jetzt auch gleich in den Chat. Das war's. Nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf. Gerne über LinkedIn oder meine E-Mail-Adresse. Und ja, wenn wir jetzt noch Zeit für Fragen haben, ich glaube, es war eine Punktlandung, 20 Minuten, dann shoot. Gut, ja, dann vielen Dank an die Runde hier, an die Referentinnen. Es war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Wir haben auch eine Aufzeichnung von diesem Webinar gemacht und werden das dann auch nochmal bei YouTube in unserem Kanal online stellen, nachträglich. Genau, falls noch Fragen auftauchen, wir vermitteln natürlich gerne an die Referentinnen. Schreibt uns einfach. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und falls jemand noch Interesse hat, auch in dieser Woche noch weitere Infos zu Games-Förderungen wahrzunehmen, am Mittwoch und Donnerstag veranstalten wir noch zwei weitere Calls. Schaut gerne vorbei. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage. Könnt euch natürlich auch für den Newsletter bei uns anmelden. Ja, dann wünsche ich einen schönen Start in die Woche und bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, danke.